Hallo ihr Lieben, ich habe heute bei C&A ein Paket abgeholt fürs Baby und dachte, ich zeig's euch und ich habe auch noch etwas Neues für Kai, was ich euch dann gleich auch zeige. Und ich befinde mich jetzt in der 25. Schwangerschaftswoche, vielleicht stehe ich mal auf. So sieht der Bauch aus und ich bin hier verkabelt mit dem Mikrofon, damit ihr einen guten Ton habt. Schauen wir mal. Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich habe bei C&A online bestellt und mir das in den Laden liefern lassen. Und es war total unproblematisch. Es sind auch nur ein paar Sachen, weil ich habe halt fürs Baby noch total viele Sachen von Kai. Und ich habe zwei Freundinnen, die Oktoberbabys haben, von denen ich noch Sachen bekomme, die mir quasi fehlen. Und ja, für Babys, ehrlich gesagt, man braucht nicht so viel neues Gewand. Meiner Meinung nach ist es besser, die gebrauchten Sachen zu nehmen, einfach weil sie eh so schnell rauswachsen. Aber so ein Homecoming-Outfit, das habe ich für Kai auch gekauft und das wollte ich halt jetzt für den Kleinen auch haben. Und da habe ich das gesehen in der Größe 50 und ich bin jetzt nämlich schon... okay. Das ist so süß. Schaut mal, wie süß das ist. Und das ist sogar so ein Niki-Stoff, weil ich wusste gar nicht genau, was das für Material ist. Und da steht eben oben, born in 2016, new to the world. Und ich liebe halt Wolken, Sterne, Grau und Mint. Also das ist jetzt so mein neues Ding fürs Baby. Und da ist noch so ein Mützchen dabei mit Öhrchen. Voll süß. Schaut mal, wie süß und wie klein das ist. Weil für Kai hatte ich etwas in der Größe 56 und das war viel zu groß. Und hat echt irgendwie nicht so hübsch ausgesehen. Und jetzt schaue ich gerade... das hat 12,90 Euro gekostet. Oh mein Gott, ist das süß. Ich bin gerade ganz verliebt. Also das wird der kleine Zwerg anziehen auf dem Weg nach Hause vom Krankenhaus. Und online habe ich das überhaupt nicht gesehen, wie man das anzieht. Also da sah man keine Knöpfe, weil die irgendwie da unten so versteckt sind. Aber das ist einfach so süß. Sorry, aber ich kann es mir schon so gut vorstellen. Das sind ja wahrscheinlich auch die Schwangerschaftshormone. Dann habe ich noch ein Dreier-Set gekauft in der Größe 56. Das hat auch 12,90 Euro gekostet. Irgendwas dachte ich halt, wollte ich noch für den Kleinen kaufen. Und ich brauche natürlich unter diesem süßen Outfit auch einen Body. Und jetzt habe ich da eben diesen Body neu, damit das komplette Outfit einfach neu ist. Der hat aber Größe 56 mit so Streifen. Bodies kann man immer gebrauchen. Das ist auch voll mini klein. Total lustig. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern, dass es alles so klein war. Und dann eben so ein Lätzchen, würde ich jetzt nicht sagen. Wie nennt man das? So ein Tüchlein. Auch mit einer Wolke. Und die habe ich bei Kai total gerne verwendet, gerade am Anfang. Und da ist eben sein Schlafanzug. Und ich denke halt, Kai war halt ein Sommerbaby. Da habe ich halt nicht so viel warme Sachen gebraucht. Und ich weiß es auch gar nicht mehr genau, aber ich glaube, er hat eher mit einem Body geschlafen, als jetzt so mit einem Pyjama. Deshalb so einen Schlafanzug, ja, kann ich auch noch ganz gut gebrauchen. Und dann noch so Erstlingssöckchen, weil da habe ich bei Kai auch nur eher dünne. Und die haben 4,50 Euro gekostet. Ich fand das halt total süß, dass die ein wenig aussehen wie Schuhe. Ja, aber mein Highlight ist echt dieses Homecoming-Outfit, total süß. Und wenn wir schon dabei sind, dachte ich, ich zeige euch auch gleich das. Ich habe nämlich bei EZBZ auf Facebook gewonnen. Also ich kann es euch nur raten, bei Facebook Gewinnspielen mitzumachen, weil ich habe echt schon ein paar Mal Glück gehabt. Und da gab es eben diese Happy Mats zu gewinnen. Die sind eben von EZBZ. Und ja, ich dachte, das ist vielleicht für die ein oder andere interessant. Ich habe sie nämlich auch schon auf Instagram gepostet und da war eben eine recht große Resonanz, dass viele gesagt haben, ja, wo bekommt man die her und so. In Österreich kann man sie zum Beispiel bei Little Dragon bestellen. Das ist dieser Shop, wo ich auch letztens einen Babyhaul gemacht habe.
und in Deutschland gibt es sie jetzt, glaube ich, bei 1000 Kind. Und das ist einfach halt so eine Matte, quasi eine Placemat mit schon einer eingebauten Schüssel. Und ich kann euch auch noch Fotos einblenden. Ich habe die nämlich auch noch in grau und rund, also mit keiner so großen Matte außen. Oh mein Gott, ich bin heute so verwirrt, aber ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs und dachte, ich muss jetzt den Hall drehen. Ja, und finde ich ganz cool. Sind aber etwas teurer, das muss man auch sagen. Dafür sind sie auch BPA-frei, 100% Silikon, Tartalat-free, PVC-free, hypoallergenig und does not harbor bacteria. Ja, man kann sie auch in den Geschirrspüler tun. Genau, finde ich ganz praktisch. Und dann habe ich auch ganz neu bei Amazon bestellt ein Jersey-Spannbetttuch für den Kinderwagen. Ich habe auf meinem Vlog-Kanal ganz oft gefragt, was ihr so in den Kinderwagen getan habt. Und viele haben eben gesagt, so Spucktücher. Und ich dachte aber, auf die Matratze ein Spannbettleintuch. Und bei Kai habe ich dann immer drüber noch ein Spucktuch gegeben. Kais Kinderwagen hatte ich gebraucht. Das heißt, da war schon alles dabei. Da habe ich mir über das gar keine Gedanken gemacht. Aber jetzt habe ich eben das besorgt von Träumeland, weil die Matratze auch von Träumeland ist. Und ja, bin gespannt, wie das wird. Über Kinderwagen und Co. kommt dann sowieso noch ein Video. Und ja, kann ich euch auch verlinken. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video war interessant für euch. Und bis bald. Tschüss.